Izzy, 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 bist du zu Hause? Bist du zu Hause? Izzy? Izzy? Ein Bär. Ah, du bist es. Hi. Hi, Izzy. Wow, ich bin ein Bär. Vielleicht bin ich... Du bist kein Bär. Du bist eine Bäre. Alter, eine Erdbeere. Izzy, seit wann wohnst du denn hier wie so ein... Ja. Wie was, hä? Was? Heiliger Haufen, was ist... Oh Gott. Ist das wirklich das ist der Haufen, den wo ich denke, was... Das geschenkt hast. Okay, ich verstehe, Izzy. Izzy, weißt du, warum ich heute hier bin? Weißt du es? Warum weißt du es nicht? Nein, ich bin heute hier, weil wir nämlich zusammen etwas ganz, ganz Besonderes machen wollen. Was machst du da gerade? Okay, ich bin beim Kopf, denke, weißt du es auch mal? Izzy, wir sind Dings. Ja, es funktioniert. Izzy, wir wollten heute zelten gehen, oder hast du das schon vergessen? Wir wollten heute zelten gehen. Ich habe heute mich schon um alles gekümmert. Ich habe mich heute hier schon um alles gekümmert. Okay. Nimm deinen Hut mit, nimm dein rein. Ganzes Zelt mit. Dann hol ich mir alle meine Sachen mit. Ja, was ist das hier? Aber komm nicht mit runter in den Keller. Okay, warum soll ich nicht mit... Nicht reinkommen. Ich muss meine Sachen holen. Das brauche ich. Für was brauchst du das? Was machst du hier unten? Du lebst hier wie keine Ahnung was, und dann hast du Dings, und dann hast du unter deinem Keller einfach Gold und Diamanten und Geld. Geld. Und eine Menge Geld. Und jetzt fliegst du auf einmal in der Luft. Was ist? Achso, du hängst da dran. Lol. Okay. Ist jetzt auch egal. Weißt du was? Du kannst dich ja einfach, wenn du zelten gehst, kannst du dich einfach mit deinem Geld zudecken. Das geht ja, oder? Ja, das dann deckst du dich einfach mit dem Geld zu, okay? Und diesen Heuhaufen nehme ich noch mit. Gibt's hier irgendwo eine coole Stelle, wo man eigentlich zelten kann, wo man unbedacht zelten kann, ohne dass man von einem Seebären angegriffen wird oder dass man seine Serienotze raus hier vorne, Unterhose guck, weil braucht. Wir können direkt an meinem Haus. Ich habe hier sogar eine Hängematte. Soll ich die mitnehmen? Was? Du hast eine Hängematte? Ja, ich weiß. Boah, wie cool. Ne? Aber wir können die mitnehmen. Und dann können wir uns da reinlegen heute Nacht. Und ja, okay. Das ist eine gute Idee. Dann also, würde ich sagen... Du musst auf dann würde ich sagen, dann lass auch mal irgendwo nach einem Ding suchen, oder? Nach einem coolen Platz. Ich habe nämlich hier auch ganz, ganz viele Sachen dabei, die wir heute zum Zelten gebrauchen können, Freunde. Nice. Aber warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie nach einem schönen Platz suchen. So, Izzy, du kennst dich hier aus. Du kennst doch diese Wälder hier wie deine Westentasche oder wie deine linken Tasche. Ich kenne Gelder wie meine Westentasche. Wie deine Westentasche einfach, gell? da ist ein Zombie. Okay, das war jetzt nicht eingeplant. Haben wir zufällig... Oh, guck mal, ich glaube, hier wäre doch ein guter Platz hier unten irgendwo, oder? Wäre es hier gut? Nee, hier ist nicht so... Ich weiß nicht. Ich brauche noch ein bisschen Mondlicht, Izzy, weißt du? Weil ich brauche das immer unter freiem... Ich brauche das nämlich immer unter einem freien Sternenhimmel zu schlafen. Okay, ich würde sagen, hier ist es sogar ein ganz guter Ort. Komm mal her! Ja, fein, Izzy, wo bist du? Da bist du ja. Hallo, Izzy. Ich kam aus dem Nichts. Okay, dann lass mal hier ein bisschen... lass mal hier ein bisschen freiräumen, weil hier oben über uns ist nämlich nicht so viel Dings. Wo kann ich denn meine Hängematte hier hinmachen? Ist es hier schöner? Nö, ich glaube, hier unten ist es am schönsten. Dann lass mal hier unten einfach dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen Dings haben. Und lass dann einfach mal unser Zelt direkt schon aufschlagen, okay? So, zack. Okay. Wir müssen hier ein bisschen mehr freie Fläche. Hast du ein Zelt dabei? So. Ich hab nur Geld dabei. Izzy, ich hab alles dabei. So, warte. Zack. Ich hab hier, guck mal. Zack. Jetzt zeige ich dir mal was, Izzy, wie gut ich vorbereitet bin. Ich hab hier nämlich einen Kühlschrank habe ich hier. Einen Kühlschrank? So. Ja. Ja, was denn sonst? Wie willst du den betreiben ohne Strom? Hä, das ist ein automatischer, solarbetriebener Kühlschrank. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ah, Solarenergie, ja. Das ist doch sehr, sehr gut für die Umwelt, weißt du, weil das alles per Solar betrieben wird und so weiter und so fort. So, dann lass mal hier Ofen noch hinstellen, den ich mitgebracht habe. Dann meinen anderen Ofen, den ich mitgebracht habe. Noch ein Ofen. Mein Herd, mein Ofen habe ich hier alles schön dabei. Ja, Izzy, ich bin wenigstens da und habe mich ein bisschen vorbereitet. So, dann habe ich hier noch hier meine Dings hier so zum Hinsetzen und sowas, weißt du? Aber ich habe auch was mitgebracht. Was hast du denn dabei, Izzy? Sollen wir das Geld anzünden? Izzy, das ist die Feuerstelle. Weißt du was, Izzy? Falls du einen wichtigen Anruf oder sowas bekommst, warum hast du das weggemacht? So, komm her. So. Ich habe das nur raufgemacht. Nein. Falls du einen wichtigen Anruf bekommen solltest, das habe ich hier noch mein Telefon mitgenommen. Habe jetzt mein Telefon dabei. Ja, Izzy, ich weiß jetzt nicht, wie du zelten gehst oder sowas. Hier, zack. Guck mal, wie ich zelten gehe. Ich zeig dir das mal. So, das ist die Kühltruhe. Bau das Zelt hier hinten auf, Izzy, sonst ist es zu Dings. Das Zelt ist zu Dings, klar. So, ich mach mal hier mein ganzes Dings rein. Hier, nehmen wir mal so, zack. Ich nehme mal ein bisschen Fleisch noch mit für mich zu Hause. So, zack. So, dann machen wir hier mal einfach alles rein. So, zack, boom, bam. Erstmal schön den ganzen Wald abholzen, bevor wir hier unser Zelt stellen. Oh mein Gott, ich hab auch noch Honig mitgenommen fürs Brot. So.
Ich hab, oh mein Gott, Izzy, ich hab das krasseste überhaupt für uns, Izzy. Das krasseste, okay. Das würde dich richtig hart freuen. Und zwar habe ich dir einen Tee mitgebracht. Wow, einen Tee hast du mir mitgebracht. Spaß, wow. Hier habe ich ein paar Dings für Marshmallows. Aber Izzy, so wie es aussieht, können wir hier... Oh, das ist nice. Oh, nice. Ich habe auch noch Dings dabei, Izzy, falls du Dings... warte kurz. Falls du einkaufen gehen willst. Noch mehr Dings. Ach, du hast so viel Dings dabei irgendwie heute. Falls du einkaufen gehen willst, Izzy. Falls du einkaufen gehen möchtest, noch einen Einkaufswagen. Izzy, wir haben ein kleines Problem. Wir brauchen Feuer. Ich habe zwar hier so ein Wooden Campfire, aber das Ding zündet sich nicht richtig an. Guck mal, das ist einfach nur so... Keine Ahnung, das muss man irgendwie richtig anzünden. Ich habe zwar hier noch mal Schweizer Taschenmesser, aber das geht irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber noch Schlafsäcke hier. Ich finde, das Lager ist doch gar nicht mal so schlecht geworden, oder? Mega wir haben jetzt hier nice. Unsere, wir haben jetzt hier unsere Kühltruhe mit dem ganzen Honig drin. Dann haben wir unser Geld. Oh, da ist ein Apfel drin. Mhm, okay. Ja, das ist, du grillst dir deinen Apfel einfach. Wir haben jetzt hier noch mega viel Zeug. Wir haben noch hier unsere Sleeping Bags. Warte kurz, ich lege das hier mal kurz irgendwie so rein. So, zack, hier einmal dein Schlafsack, mein Schlafsack. Perfekt. Ja, cool, Izzy. Dann würde ich mal sagen, wir können jetzt eigentlich... Ich habe hier noch übrigens Bären fallen, falls es hart auf hart kommen sollte. Und wer schläft hier hinten? Das ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Egal, keine Ahnung. Izzy, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen nach... Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Feuerholz sammeln oder sowas. Gucken wir einfach mal. Oh, guck mal, hier ist ein Ocelot. Hallo, Ocelot. Was geht... Okay, es ist weg. Es ist weg. Es ist weggeflitzt. Okay, dann lass mal gucken. Izzy, hier ist der perfekte Baum. Hier ist der perfekte Baum. Wir nehmen einfach mal das Feuerholz mit. Ich gebe dir das dann gleich. Du kennst dich natürlich am besten aus. Was ist denn? Das, guck mal, was hier im Wald lag. Ich glaube, hier ist eine Bestie unterwegs. Guck mal. Hier lag es hier. Warte. Das ist hier. Ist das Fleisch? Mit dem da. Meinst du, hier ist ein Monster im Wald? Ich weiß nicht, ob es hier Monsters gibt. Du wohnst doch hier. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen erstmal ein bisschen Feuerholz, das, falls es dunkel wird oder sowas, Izzy, damit wir hier richtig Dings haben. Damit wir hier ein richtiges Feuer haben. Ich glaube, ich habe sogar schon genug Holz. Ich habe jetzt Ich habe ein Stack Holz im Inventar. Das habe ich gar nicht gewählt. Wo kommt das denn her? Ich habe hier noch Kohle. Dann habe ich hier noch ein bisschen Holz. Und ich glaube, das sollte eigentlich reichen für die Nacht, Izzy. Izzy, weißt du noch den Weg, wie es wieder zurückging? Ah, hier ist immer noch Dings. Nein. Hier ist auch noch wieder Fleisch und Hühnerhaare. Nein. Hühnerhaare. Hier. Alter, ich weiß nicht, wo ist es hier? Oh, hier ist unser... Ich glaube, hier irgendwo. Ich glaube, hier war das doch. Da. What? Hä? Dein Zelt ist kaputt. Dein Zelt ist kaputt. Und ja, warte mal, stopp. Dann muss ich ja in deinem Zelt schlafen heute. Das geht ja gar... Nein! Was ist passiert? Das ist kaputt. Da, das da hinten. Da darfst du schlafen. Das ist ja alles kaputt hier. Was ist passiert? Hä? Ey, so viel ist doch gar nicht. Unsere Vorräte wurden geklaut. Außer der Apfel. Mein Apfel ist noch da. Ja, ich habe noch einen Apfel. Wieso ist dein Essen weg? Hä, warum sind meine Sachen weg? Izzy, ich bin gerade ein bisschen Dings. Hier Was war ist passiert? Wohl ein hungriges Tier. Mach mal das Feuer bitte kurz auf. Das war auch kaputt. Mach mal das Feuer kurz an. Ich platziere mal hier ringsrum überall Fallen, damit wir heute Nacht nicht angegriffen werden. Was ist? Ich habe hier noch so ein paar Bärenfallen, weißt du noch? Als wir das letzte Mal im Urlaub waren, da hab ich dir Bären. Nein, Izzy, warum läufst du auch da rein? Wieso bist du nur so dumm? Komm her. Oh, ich blute. Oh, kann ich in deiner Hängematte heute Nacht schlafen, Izzy? Ja, darfst du gerne. Warte, ich mach mal hier auch noch mal eine Falle hin, so. Alter, was ist hier los? Warum? Okay, weißt du was, Izzy? Ich hab eine ganz coole Idee eigentlich. Wir machen das jetzt so. Okay. Wir werden jetzt hier gleich nämlich, warte mal. Wir werden jetzt gleich hier einfach mal überall ein bisschen Fleisch platzieren. So, ich mache jetzt hier mal überall Fleisch auf dem Boden. So, und wir werden nämlich hey, ganz schnell... Hey, komm mal zu mir, hinter dir. Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so knapp. Mach das weg. Ja, ich mach sie ja kaputt, so, okay? So. Ist kaputt. Wir machen das jetzt nämlich so, wir gucken jetzt, was das für eine Bestie war, weil anscheinend steht die ziemlich auf Fleisch und auf Honig. So, warte mal. Es war Roman. Leg mal hier überall das ganze Fleisch hin, damit wir gucken können, ob ja, die ich hab kein Fleisch im Inventar. Und dann geh mal, okay, dann geh mal an sichere Entfernung und guck mal gleich. Warte. Ich kletter auf den Baum, ich bin wie ein kleiner. Ja, ja, genau. Wohin? Dann lass mal in sichere Entfernung gehen. Ich versteck mich hier hinterm Baum. Psst, du musst jetzt leise sein, sei leise. Vielleicht hey, wir können auf den Baum gehen. Vielleicht können wir, warte, was? Wo bist du? Vielleicht können wir jetzt irgendwie gucken, ob wir die Bestie... Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin direkt über dir, Lars. Genau über... Hallo, ich bin... Hallo, ich bin da. Ja, ich sehe dich. Guck mal, hier sind Ranken. Okay, warte. Tschüss. Lass irgendwie gucken, ob wir die Bestie irgendwie dingsen können. Ich sehe da noch nichts. Es ist noch kein... Kam noch nichts. Komm auf den Baum, das sieht man voll gut. Na. Wir sind gar nicht im Zelt. Du bist da. Ja, ich weiß. Aber sei leise. Okay.
Wir sind ja gar nicht im Zelt. Wir sind ja gar nicht da im Zelt. Da sind die Ocelots. Vielleicht waren die das. Guck mal da. Da, hinten. Da, da. Warte, nein, nein, nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die das waren. Okay. Anscheinend funktioniert es nicht. Unsere Falle funktioniert nicht, Mann. Esi, es funktioniert nicht. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, ob es... hier keine Bestie. Oh mein Gott, Lars! Was ist, was ist, was ist? Oh, guck mal da unten, guck mal da unten. Psst, psst, psst. Das ist ein Bär. Was macht der da? Der frisst unser Fleisch. Der isst unser ganzes Fleisch. Wollen wir den zur Rede stellen? Warte mal, ich lasse das mal ein bisschen Hühnchen regnen. Du willst mit einem Bär reden? Ey, der macht einfach alles kaputt. Guck mal, der frisst das Fleisch. Izzy! Izzy! Oh, nein, Izzy, lauf! Nein, Hilfe! Mein Gott, nein! Warte, ich rette dich! Hey! Nein, oh mein Gott! Ah, Izzy, er will mich fressen! Izzy! Nein, Lars, lauf weg! Wo ist er hin? Wo bist du? Ah, oh mein Gott, er greift mich an, er greift mich an! Oh mein Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg! Izzy, es tut mir leid, wir lassen das einfach mal mit... Ah, er läuft mir hinterher, er läuft mir hinterher! Izzy, lass dich nicht fressen, ich bin weg, ich bin weg! Hey, du Bär, ich hab hier ein Stück Fleisch, ich bin eine Maus! Kannst mich oh mein Gott, ich muss hier weg! Ich bin satt von...